Jo Leute, und willkommen zurück beim Magica im LPT. Ich wollte gerade Minecraft sagen, frage mich nicht wieso. Es ist wirklich so, ich wollte es gerade sagen. Warte mal, hier kannst du voll gut spielen. You shall not pass. Das sieht ja voll geil aus. Fast originalgetreu. Wow, ich brauche nur noch so zu machen? Du brauchst okay, ich brauche nur Bam. Für 150 mache ich dir nur, ist nicht gerade wirklich viel. Ich bin ja auch im Awesome Markier. Markier? Ja, Markier. Hey, du Markier. Oh, hier kannst du viel extra Gedöns finden. Hier kannst du wirklich. Boah, ist das. Hey. Ich habe damals so lange. Oh, genau. Die gibt's hier übrigens tonnenweise. Ist zufällig ja auch ihr Lager, also wundert's mich nicht. Ah! Steve landet im Graben. Ich gehe freiwillig hinterher. Ja, die Gegner müssen jetzt nämlich erst außen rumlaufen. Ah! Und der Troll macht Blindfeuer. Kommen wir eigentlich da wieder raus? Ja, ja, klar. Also die blockieren echt alles. Könnt übrigens. Ah! Danke übrigens. Bitte. Bams. Oh, jetzt wird wieder reingehalten in eine Menge. Check, ich stecke mitten drin, merkst du das? Ja. Achtung, mach dir ein Feuerschild. So, geht's da hinten besser? Ja, sehr schön, das funktioniert. Also kannst hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob du hier einen Zauber finden kannst. Kann sein. Maki, meinst du? Eine Maki, genau. Das ist ein, warum auch immer das mit Gekai? Magica. Tschüss, du bist erstmal tot! Eine Magic, eigentlich müsste man sagen, glaube ich, Magic heißen, statt Maki, weil Magica. Ich nenn's Magica. Okay, hier gibt's nix. Außer schießwütige Trolle. QF, QF, ASA, das ist der beste Zauber. Was ist denn QF, QF, ASA? Das ist der QF, QF, ASA ist dieser Stil. Das ist Dampf, Blitz und so gleichzeitig. Das heißt, die Gegner werden nass, kriegen gleichzeitig auch noch Blitzschaden und dergleichen. Das ist sehr praktisch. Guck mal, wenn ich Zauber aktiv habe, wie langsam ich renne, ey. Ja, wenn du alle Zauber aktiviert hast, das ist definitiv, bist du echt langsam. Nein, 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 lass mal den Steven in Ruhe, danke. Danke, war. Danke, well, danke, well. Sieht versperrt aus. Warte mal, geh mal hier. Ich meine, da konnte man. Ach, egal. Ja, passt schon. Irgendwie passt das schon. Ja, wie gesagt, wir könnten auch straight durchrushen, aber ich glaube, man kann sich hier, glaube ich, noch irgendwie mindestens ein Item holen. Der sieht übrigens sehr geil aus, muss ich sagen. FS sieht echt geil aus. Das sieht so richtig monstermäßig aus, der Strahl. Aber sehr gut ist halt nicht. Nun ja, er zündet die Gegner halt an, ne? Oh, Entschuldige, du standst mir leider kurz im Bild. Das war nicht fixiert. Das ist irgendwie Standard bei uns. Ach, mit dem Arkanblitz kannst du die Rüstung entfernen. Das ist ja interessant. Wusste ich nicht. Rate mal, warum ich das die ganze Zeit mache. Weil es schön aussieht und Schaden macht. Ja, auch, aber weil es halt den Schild zerhaut. Zwar nicht komplett, aber. Großteil davon. Treten Sie zur Seite. Ich glaube, ich weiß, womit man so ein Tor öffnet.
Nein, man tut es nicht. Also gehen wir einfach weg. Ach, es passt mit dem Schalter da runter, okay. Schalter? Da war ein Schalter in der Nähe. Wahrscheinlich machst du es damit. Okay, das werden wir ja dann irgendwie sehen, denke ich mal. So, das heißt, wir müssen erst da hinten wieder, glaube ich, hoch. Ja, da oben ist ein Checkpoint. Ich hab's gesehen. Jo, was will er machen? Ah, guck, ja, ich hatte recht, hier liegt ein Item. Ich hab einen Kontrollpunkt von hier unten aktiviert. Warte mal, hier oben liegt ein Item. Da oben liegt ein Item, tatsächlich. Eigentlich müssten wir jetzt beide sterben. Wegen dem Kontrollpunkt, weißt du? Ja. Da oben liegt übrigens eine neue Waffe, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Aber ich habe mein LMG, deswegen werde ich sie wahrscheinlich nicht nehmen. Oder du willst du gibt's, glaube ich, nichts Besseres als den Arkan-Kram, was? Nee, das LMG. Das ist eine Nahkampf, das ist, glaube ich, ein Speer. So, die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt hin? Hier hoch. Das hast du das Item gerade nicht gesehen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich war eher darauf fixiert, dass wir endlich mal, dass wir da hochkämen. So, Die lässt uns gerade in. Oh, wenn du sie nicht angegriffen hättest, ne? Keine Überlebenden. Ja, jetzt gibt's hier wieder die. Du kannst du übrigens auch die komplette Rüstung noch entfernen. Ich bin fast. Wie du den immer so rumschwenkst. Ja, ich finde das System, das ist so langsam auch immer. Irgendwas hier? Okay, das war wahrscheinlich optional irgendwas. Was auch immer jetzt passiert. Oh, das war das. Das hat einen. Ich mach einfach mal, dann hast du es ein bisschen schneller. Falls das genehm war. Ich hab gerade. Fuck, siehst du die da? Hat der. Alter, guck mal, die schmeißen mit Granaten. Ach, guck mal, der hat auch ein neues Item, der hat auch ein neues Item dabei. Renn! Da. Du dumme Maus! Hier liegt noch ein neues Item, wenn du eins haben willst. Hier, die haben so einen Blitzdolch. Guck mal an, was die macht. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. Donnerklinge. Eine einfache Klinge erfüllt mit der Macht des Blitzes. Wurde den Orks als Vertrauensbeweis von den Kriegsherren verliehen. Schadenstyp, Körper, Mittel und Blitz. Extras, keins. Na gut, dann war es nur ganz in Ordnung. Ich hab die jetzt einfach mal. Ich hab was. Ich bin wieder hochgeglitscht, geil. Genau den meinte ich nämlich, der hier rumliegt, guck. Tesla-Stab, warte mal. Ne, Stäbe solcher Art werden in freier Wildbahn. Erhöht Blitzreichweite und Blitz. Habe ich als Aktivfähigkeit. Boah, ist das geil, guck mal. Alter! Erhöht Blitzreichweite, warte mal. Ich hasse sie. Boah, Alter, ist die Blitzreichweite groß! Hast du gesehen? Ja. Und Blitz als Fähigkeit. Boah, da! Siehst du den da? Ich bin langsam, ja. Da sind noch was! Sofort, weil das sind zu viele auf einmal! Das ist kein Problem, den einen habe ich jetzt mal. Ich fliege! Wo fliegst du denn hin? Danke. Dankeschön. Fahr! Alter, renn! Du Maus, renn! Beleg mich wieder. Ich bin tot. Need revive. Boah, meine Maus, weißt du? Meine Items kann ich auch gleich aufhören. F, D, F, Q, D, F. Die
Wieso konnte ich mich nicht... Ach, fick dich, ey! Wie lebt sich denn so, wie spielt sich denn so alleine? Durch deine scheiß Donnergeschichte war ich direkt tot! Ach genau! Oh, wir sind solche Dödel. Wir sind solche Dödel, Steve. Wir hätten die so locker fertig machen können. Du hättest nur diesen Donnerkeil gebraucht. Steve. FQASA ist der übrigens. FQASA. Dann machst du diesen mega geilen Donnerblitz. FQASA Leertaste. Der ist unglaublich wirksam gegen Trolle. Mach auf den Scheiß. Rückzug. Guck, der zerfegt die mit einem Treffer. Renn! Ich hasse diese Maus, ich brauch echt... Das dringendst. Guck, mit dem Donnerkeil geht das recht einfach. Oh nein! Mann, ernsthaft! Du bist irgendwie so ein feindliches Ziel zwischendurch. Es wird mal Zeit. Will ich wissen, was ich damit öffne? Nein! Ach, oh geil. Oh geil. Oh wie geil. Oh wie geil. Oh wie geil. Es wird ja immer schöner! Wir sind tot! Lauf um dein Leben! Klar, falscher Angriff, die das. Da, den hätten wir. Das Ding setzt aber nicht dahin, wo du mit der Maus guckst, wa? In die Nähe setzt es. Es nimmt den Schildtypen halt direkt beim ersten Mal den Schild weg. Boah, Alter, hat mein Zauber was gemacht. Ja. Das war ein falscher Zauber. Aua. Ja, da drüben haltet gleich mal die Klappe. Magier außer Gefecht gesetzt. Rot. Also der erste. Guck mal, Blitznebel. Das ist ja mal auch voll die geile Sache. Blitznebel? Ja. FQA. Dann machst du so einen Blitznebel. Das sieht voll geil aus. Wie viel, warte mal. Wie viel Schaden macht das denn? Wow. Der macht ganz passabel Schaden, wenn er trifft. Wirklich? Ja, es geht. 70 am Anfang. 70 am Anfang aber nur. Ja, er macht die Leute aber auch nass, musst du dir vorstellen. Die werden alle ganz feucht dadurch. Ich da oben hin. Schnauze halten. Das ist so ein bisschen ein OP. Ja, genau, wenn ich Magie einsetzen will, haut er mich weg. Der ist so overpowered, dieser Blitzschlag. Ich wollte gerade einen Zauber wirken, wie du siehst. Lol, halt. Du warst ja der König, ne, falls der jetzt labert. Die Scheins habe ich die Orgarmee und die Hexenmeister unterschätzt. Nun, dann kümmere ich mich eben höchstens selbst um Khan. Mischt euch ja nicht ein. Werden wir das in dem Part noch sehen? Vielleicht ja. Hier so einen Cut machen wir voll assig. Deswegen machen wir den Scheiß noch, bis der Cut dann. Also kommt ihr doch noch.
In der Tat, deine Herrschaften ist Geschichte. Deine Armee zerrieben der erbärmliche Angriff auf Havindr vergebens. Jetzt wirst du sterben, alt und schwach. Nicht so schnell, König. Während ihr eure Zeit verschwendet, haben meine erfahrensten Krieger, die Grinder der Dörfer Havindr, irgendwas, um meine Speer berichten, dass nur noch eine Handvoll Männer die Stadt bewachen. Bis zum Einbruch der Nacht wird Havindr überrannt sein und dem Erdboden gleich. Alter, geht das auf die Stimmbänder. Du wolltest den da sprechen, ne? Komm! Ach, guck mal, das haben sie auch geklaut, die Szene, ne? Hast du gesehen? Khan, das kommt auch aus dem Film, dieser Schrei. Aus welchem Film? Ich weiß, es gibt eine Stelle, wo auch immer Khan schreit. Welchen Film? Weiß ich nicht, aus welchem. Euer kleiner König hat sich verkrümelt und überlässt es euch, den unerreichtesten Kriegsherr der Orks zu stellen. Euch, dem Helden im Bademantel. Baderobe, wenn ich bitten darf, ja? Saunarobe. Müssen wir jetzt gegen den kämpfen? Ja, der ist lästig. Au! Oh. Sorry, der Zauber ging unbeabsichtigt in die Richtung. Ah, nein, der hält mich. Das stimmt, der schlägt dir ins Gesicht. Vorsicht, der schlägt dir ins Gesicht. Hast du es gesehen? Ja, Bosse sind nicht schwer in dem Level. In dem Spiel generell sind die nicht schwer. Ja! Ah, ich hatte hier einen Bug. Blutverlust. Meine Achillesferse! Ihr denkt also, ihr hättet die Welt vor ihrem unvermeidlichen Abstieg in die ewige Finsternis bewahrt. Pah, Grimnir, der dunkle Lord, wird am Weltenende nicht eher ruhen, bis der Orden der Marquis ausradiert ist. Midgard wird bald erwachen und realisieren, dass sich die Welt nicht mehr vor den Sterblichen beugt. Entschuldigung, ich musste jetzt anders reden. Ich hab so ein... Ich hab das sofort gemerkt! Ich hab so Halsschmerzen davon jetzt gerade. Alter Schwede. Du steckst zwischen ihm. Was? Labert er? Will er jetzt nicht mit uns labern? Gute Arbeit. Allerdings ist es exakt so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Grimnir steckt hinter allem. Wie konnte er nur seine Fesseln sprengen? Was ich nun von euch fordern werde, ist keine Kleinigkeit. Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass ihr mir blind folgt. Ihr müsst zum Weltenende, um zu bezeugen, dass was... Wartet nicht auf die Armee. Zeit ist von größerer Relevanz. Und los, bra! Bra? Ja, so, das Buch hauen wir noch rein und dann machen wir hier einen Cut wohl. Die Rückkehr des Zauberers. Nun, da der Kriegsherr Khan tot und Grimnirs grausiger Plan entlarvt war, verwies der Weise und fesche Vlad die Zauberer auf die einzig vernünftige Option. Anstatt auf den Rest der Armee zu warten, sollten sie sich unverzüglich aufmachen und den mächtigsten Hexenmeister im Weltengedächtnis im Alleingang erledigen. Na danke. Schatzmatz. Das ist der Fescheblatt, ja. Gut, wir müssen dann hier machen, dann hier mal einen Cut, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ja, warte mal, was passiert eigentlich? Lol, guck mal, auf meinem MG ist jetzt mal Heilung drauf. Bis dahin! Warte mal ganz kurz, guck mal. Jetzt kann ich mit meinem MG was schlagen. Was ist das? Lol. Wie machst du das? F, Shift, Linksklick. Lol. Shift, Linksklick. Ich meine, auf meinem MG. Wirklich jetzt? Okay, wir sehen uns aber jetzt trotzdem. Bis dahin und ciao.